Er war zuständig für die Seuchenbekämpfung im Lager. Gegen den Willen seiner Familie hat er dem zweiten schwedischen Fernsehen dieses Interview gegeben. Wie wissen Sie, dass diese Vernichtung durch Gas dort wirklich geschehen ist? Ja, also wenn man in meinem Metier, also sich um die hygienischen Verhältnisse des Lagers zu kümmern und die Seuchen aufzuspüren und so weiter, durch das Lager gehen muss, war es ja unmöglich, das nicht zu sehen und daran vorbeizukommen. Man sprach ja ganz unter der SS ganz offen darüber. Da war gar kein Zweifel, dass da vergast wurde, nicht wahr? Waren Ärzte dabei, wie vergast wurde? Die mussten dabei sein, nicht wahr? Die mussten also nach einem genauen Reglement, bei jeder normalen, in zivilisierten Staaten, bei jeder normalen Einzelexekution, die ihre lege Art ist und aus juristischen Gründen vorgenommen wird, muss ein Arzt dabei sein, nicht wahr? Genauso in diesem Stile war also es auch militärischer Befehl, dass bei der Vernichtung von Menschen durch Gas, eben in Auschwitz, dass da mindestens ein Arzt dabei war.